Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal. Ja, herzlich willkommen zum Webinar Überblick zum Digital Services Act, kurz auch DSA. Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme, dass Sie es geschafft haben, heute an diesem Webinar teilzunehmen. Mein Kollege, Herr Dr. Gregor Schmid und ich werden in der nächsten Stunde Ihnen einen Überblick über die weitreichenden und umfangreichen Regelungsinhalte des DSA verschaffen und Ihnen auch einen kurzen Überblick über den gegenwärtigen Stand des Legislativprozesses geben. Vielleicht noch als Side Note, die Folien und auch die Aufzeichnung dieses Webinars lassen wir Ihnen gerne im Anschluss an diese Veranstaltung zukommen. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, indem Sie rechts im Reiter Fragen eintippen. Wir werden dann probieren, auf diese Fragen am Ende des Webinars einzugehen, soweit das im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten des Webinars möglich ist. Und auch noch zur Information, wir haben in das Webinar an unterschiedlichen Stellen Umfragen eingebaut. Und da wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie da entsprechend zu abstimmen könnten, dass wir uns auch ein persönliches Meinungsbild zum DSA von unserer Teilnehmerschaft machen können. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Philipp Köhler, ich bin Salary Partner im Münchner Büro von Taylor Wessing und dort unter anderem auf den Bereich E-Commerce spezialisiert. Genau, mein Name ist Gregor Schmid. Ich bin Partner hier bei Taylor Wessing in Berlin, auch seit vielen Jahren im Bereich E-Commerce, Medien, digitale Geschäftsmodelle unterwegs. Freue mich ebenso auf den Vortrag, begrüße alle ganz herzlich. Ich wollte nur ergänzen, ich weiß nicht, ob du gesagt hast zu den Fragen, da gibt es oben rechts dann den Reiter. Nee, Entschuldigung, zu den Umfragen. Da müsste man den, glaube ich, anklicken und dann kann man auch teilnehmen. Ne? Genau. Gut, dann wollen wir beginnen. Also die Agenda dieses Webinars sieht wie folgt aus. Wir gucken uns als erstes kurz den gegenwärtigen Stand des Legislativprozesses an und anschließend kommt dann der versprochene Überblick, wo wir auf die Ausgangslage, den Zweck, den Anwendungsbereich, die Systematik und nennenswerte Regelungen im DSA-Kommissionsentwurf eingehen werden. Anschließend gehen wir dann noch auf Reaktionen und Änderungseinregungen ein, die zwischenzeitlich eingereicht worden sind. Und ganz zum Schluss widmen wir uns dann noch Ihren Fragen. Ja, wie sieht der gegenwärtige Stand des Legislativprozesses aus? Wie ja die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, hat die Kommission am 15.12.2020 den Entwurf veröffentlicht. Hierauf konnte dann im Zeitraum vom 16.12.2020 bis zum 31.03.2021 Stellung genommen werden. Wie Sie hier auf der Folie sehen, gab es auch diverse Stellungnahmen, die eingereicht worden sind. Und nun befindet sich der Kommissionsentwurf im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren. Das heißt, das Europäische Parlament und der Europäische Rat werden unter Berücksichtigung dieser eingereichten Stellungnahmen den Kommissionsentwurf erörtern und dazu Stellung nehmen. Und dazu gibt es leider bisher keine konkreten Daten. Bleibt abzuwarten, wie lange das an Zeit in Anspruch nehmen wird. Was aber ganz interessant ist, ist, dass die Stellungnahmen bereits einen ganz guten Vorgeschmack darauf geben, wie kontrovers diverse Regelungen im DSA mit Sicherheit in diesem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren diskutiert werden dürften. Gut, ich will Sie so ein bisschen abholen. Daher ein paar Worte zur Ausgangslage. Wo kommen wir her? Wie kommt es überhaupt dazu? Ein wesentlicher Ausgangspunkt ist natürlich die E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahr 2000. Die meisten von Ihnen werden die gut kennen, die im Wesentlichen das Herkunftslandprinzip festgelegt hat, war ein ganz wichtiger Schritt für die Entwicklung digitaler Services in der EU. Also Binnenmarktgrundsätze, Herkunftslandprinzip, aber eben auch ganz wichtig, damals schon die Haftungsregelungen, salopp gesagt für Access, Cache und Host Provider, die jetzt hier auch eine wichtige Rolle spielen. Trotzdem ist natürlich so, dass sich die Welt seit 2000 stark weiterentwickelt hat, natürlich vor allem die Online-Welt, eine ganze Menge neuer, innovativer Geschäftsmodelle entstanden sind, stark gewachsen sind. Also die Online-Services, die Services, wo im Jahr 2000 mit User-Generated Content, man möchte fast sagen, experimentiert wurde, die haben nicht mehr so viel zu tun mit dem, was die Plattformen, was eben heute möglich ist. Das ist ziemlich banal. Trotzdem muss man sich das natürlich
vor Augen führen, wenn man überlegt, dass die eine der wichtigsten Regelungen eben immer noch in dem Bereich 20 Jahre alt ist. Diese Modelle sind auch ganz, ganz umfassend, haben große Auswirkungen auf unser aller Leben, das wirtschaftliche und tägliche Leben der EU-Bürger insgesamt. Die Kommunikation hat sich verändert, die Vernetzung hat unglaublich zugenommen. Wir haben natürlich auch viel mehr Breitband und sind immer online. Der Konsum und die Geschäftsabschlüsse sind neu gestaltet. Ich möchte vielleicht nochmal ein Beispiel hervorheben, das konnte sich damals sicherlich kein Mensch vorstellen, dass wenn ich als Musikunternehmen einen neuen Song releasen will, dass ich sowas nicht mehr irgendwie über die klassischen Vertriebswege mache, sondern dass ich sowas dann in TikTok release oder in einem Videospiel wie Fortnite. Das sind natürlich ganz andere Entwicklungen und die Technologie hat sich natürlich auch stark weiterentwickelt. Diese Transformation, wie man so schön sagt, hat natürlich auch sowohl zu Risiken, beispielsweise für Rechteinhaber, aber auch für Verbraucher geführt und damit natürlich auch zu Herausforderungen, damit umzugehen. Die Richtlinie, eine Richtlinie eben war, ist sie natürlich national jeweils umgesetzt worden in den Mitgliedstaaten und wurde dann natürlich durch die Rechtsprechung auch wieder in den Mitgliedstaaten entsprechend ausgelegt und umgesetzt, was natürlich dazu geführt hat, dass es ganz erhebliche Abweichungen gibt. Ein Beispiel ist sicherlich, und darauf will ich gar nicht im Detail eingehen, aber das ist sicher ein wichtiger Aspekt, ist die ganze Frage zur Haftung von Host-Providern, die nutzergenerierte Inhalte, User-Generated Content bereithalten, Facebook, YouTube und so weiter. Da gibt es unendlich viel Rechtsprechung. Und das ist für die Anbieter durchaus schwierig und herausfordernd, das in der ganzen EU im Blick zu behalten und hier rechtssicher die Dienste anbieten zu können. Also diese Abweichungen sind ein großes Problem und die Änderung der E-Commerce-Richtlinie war daher schon lange immer mal diskutiert worden. Jedenfalls nach Auffassung der Kommission besteht damit ein starkes Bedürfnis, diese Rahmenbedingungen an den gegenwärtigen und künftigen Stand der Digitalisierung anzupassen. Ich komme gleich noch drauf, was so die Hauptzwecke sind, die Kommission hier verfolgt. Und der Digital Services Act bzw. Entwurf ist damit zugleich auch ein wichtiger Baustein der sogenannten Digital Single Market Strategie der Kommission. Die wurde im Jahr 2015 verkündet. Da sind so Sachen drin wie Urheberrecht, aber auch Platform-to-Business-Verordnung, sehr viel Updates zum Verbraucherrecht, um so allgemein die sozusagen EU, den Rechtsrahmen der EU fit sozusagen für das digitale Zeitalter zu machen. Ja, soweit vielleicht zur Ausgangslage. Ah, sehr schön. Also ich sehe jetzt das Ergebnis verkünden. Ja, 70%, weiß nicht, 22%, nein, 7%. Also eindeutiges Stimmungsbild hier auch für einen Bedarf nach Neuregulierung. Dann wollen wir uns mal ansehen, was für Zwecke verfolgt werden. Sie kennen das vermutlich aus den Rechtsakten der EU. Das ist unglaublich ausführlich. Dann hier die Begründung, zig Seiten, sehr lange Erwägungsgründe. Das spricht immer so ein bisschen dafür, dass es ein sehr umkämpfter Rechtsakt ist, weil man, gerade wenn man sich nicht so einig ist bei manchen Artikeln, dann kommen viele Sachen in die Erwägungsgründe. Da kann sich jeder so ein bisschen dann seine Interessen nochmal reinschreiben. Das auch hier wird sehr ausführlich dargelegt. Das Ganze natürlich vor allem begründet, um die Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts im digitalen Zeitalter sozusagen zu verstärken, durch einheitliche, effektive und verhältnismäßige Regelungen, alles sehr generell. Das Vertrauen der Digitalwirtschaft in die Digitalwirtschaft im Binnenmarkt soll gestärkt werden und Innovation und Wachstum gefördert werden. Jetzt wird schon konkreter, angemessene Überwachung der Dienste, zugleich aber Gewährleistung der europäischen Grundrechte, ich sage dazu noch ein Wort gleich, und auch grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Institutionen. Ja, wir haben hier was ganz interessant, das wird auch nachher nochmal stark, Philipp nochmal stark darstellen, wir kommen plötzlich in so einen Bereich rein, Überwachung. Ja, das war ja mit der E-Commerce-Richtlinie eigentlich gar nicht gefragt. Jetzt wird eben doch empfunden, dass die Plattformen so groß geworden sind, dass man einen regulatorischen Ansatz fahren muss. Das sehen wir auch an verschiedenen anderen Stellen.
dass sozusagen die Zeit des Ausprobierens, des Experimentierens ist ein bisschen vorbei und es wird jetzt deutlich stärker reguliert, also auch immer wieder unter dem schillernden Begriff der Plattformregulierung, zu dem auch der DSA gehört. Auch zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kommen wir noch, auch sicherlich sehr interessant, die Frage eben, inwieweit diese Regelungen einheitlich oder kooperativ auf EU-Ebene durchgesetzt werden. Genau. Das hatte ich schon angesprochen, durch den Richtliniencharakter gibt es eben stark divergierende Regelungen. Hier will man stärkere Konsistenz, eine stärkere Einheitlichkeit, sowohl für die Diensteanbieter in der EU und damit auch idealerweise, muss man dazu sagen, Minimierung der Compliance-Kosten bei grenzüberschreitender Tätigkeit. Also nach dem Motto, wenn ich eine Regelung habe, die EU-weit gilt und angewendet wird, dann muss ich weniger Rechtsanwälte bezahlen. Das wird man sehen, ob das wirklich so ist. Beseitigung von Wettbewerbshemmnissen und Förderung des fairen Wettbewerbs, auch das ist klar. Also soweit ich so ein Level Playing Field habe, kann ich natürlich, wird der Wettbewerb gefördert. Aber ganz wichtig, und da kommt jetzt sozusagen ein ganz starker Aspekt her, das ist die Stärkung des Verbraucherschutzes und der europäischen Grundrechte. Verbraucherschutz, also eine stärkere Durchsetzbarkeit. Man sieht eben vor allem Schwächen in der Durchsetzung und das soll verstärkt werden. Die Transparenz soll verstärkt werden. Accountability im Sinne von Verantwortung, dass also Plattformen nicht einfach sagen können, sorry, ich bin Host-Provider, ich hafte für nichts, sondern hier auch stärker in die Pflicht genommen werden. Auch das ist was wir in anderen Richtlinien sehen, beispielsweise in der Urheberrechtsrichtlinie, Stichwort Upload-Filter, Artikel 17, aber auch in der audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie, wo Video-Sharing-Plattformen stärker in die Pflicht genommen werden. Und das Ganze natürlich soll dann zu dem einheitlichen Schutz von Verbrauchern führen. Die europäischen Grundrechte kommen hier immer rein. Auch das werden wir nachher noch kurz erwähnen. Warum? Weil natürlich, wenn ich den Plattformen Maßnahmen auferlege, zum Beispiel illegale Inhalte zu sperren, dann sind natürlich dadurch auch mal die Grundrechte der Nutzer betroffen, die vielleicht über so eine Plattform ihre Meinungen äußern und damit die Meinungsfreiheit ausüben wollen. Da muss also eine faire Balance gefunden werden. Kurz zwei Slides zum Anwendungsbereich. Aus meiner Sicht sehr spannend, sehr wichtig auch und ist in der jetzigen Fassung sicherlich noch nicht ganz befriedigend und lädt geradezu ein zu Rechtsstreitigkeiten. Ich stelle es kurz dar, einmal sozusagen sachlicher Anwendungsbereich und dann noch zum räumlichen Anwendungsbereich. Der DSA ist eine horizontale Regelung, gilt allgemein für Vermittlungsdienste. Was ist das? Das ist definiert in Artikel 2. Im Wesentlichen, jetzt mal grob gesagt, finden wir da eigentlich unsere Dienste aus der E-Commerce-Richtlinie wieder, also die Access-Provider, die Cash-Provider und die Host-Provider. Wir gehen da nachher noch ein, darauf nachher noch ein. Das Ganze wird für diese Dienste aber nicht einheitlich gemacht, sondern es gibt so eine Art gestufte Regulierung. Also allgemeine Regelungen gelten für alle und dann je nachdem, was man ist, gelten zusätzliche Pflichten. Darauf wird Philipp nochmal sehr im Detail eingehen. Das ist also ein ganz interessantes Regelungskonzept. Also die Pflicht, der Pflichtenkreis wird sozusagen immer größer, je nachdem, wie unter welchen Kategorie ich da falle. Ganz wichtig, das Ganze versteht sich als Ergänzung zu sektorspezifischen Regelungen, also die ersetzt jetzt nicht alles, sondern fast alles andere bleibt sozusagen in Kraft. Platform-to-Business-Verordnung hatte ich schon genannt, audiovisuelle Mediendienste und insbesondere für Videosharing bleiben in Kraft, Urheberrecht bleibt in Kraft, Verbraucherrecht. Diese Richtlinien und Regelungen haben Vorrang, die sind Lex Specialis und Anwendung des Digital Services Acts nur dann, wenn das andere, das Lex Specialis, eben den jeweiligen Fall nicht oder nicht vollständig behandelt. Da kann man sich gerade schon Fälle überlegen, wo sowas dann streitig wird, welche Regelung jetzt Anwendung findet, ist wahrscheinlich auch jetzt noch nicht ganz gut ausformuliert. Dann stellt sich die Frage, was ist eigentlich, wenn ich ein hybrider Dienst bin, das heißt, wenn ich also unterschiedliche Aspekte anbiete, was weiß ich, teilweise Inhalt anbiete, teilweise hoste, teilweise vielleicht nur cache, um es jetzt mal einfach zu sagen, da gibt es zumindest einen Hinweis in den Erwägungsgründen, dann soll also nicht so eine Art Schwerpunkt gebildet werden, sondern es soll je nachdem für jeden Teil der Dienste dann die relevante Regelung Anwendung finden. Also es kann dann sein, dass ich als ein Anbieter für unterschiedliche Teile meines Dienstes unterschiedliche Regelungen habe.
Ja, das ist hier Erwägungsgrund 15, kann man das ganz gut nachlesen. Dann noch eine wichtige Ausnahme für insbesondere Kleinunternehmen, Startups zum Beispiel. Bestimmte Regelungen fallen da nicht drunter, nicht alle, aber einige. Und zwar auf die sogenannten kleinsten Kleinunternehmen. Ich habe es hier mal unten aufgeführt. Ja, Vorsicht, aber bestimmte Regelungen gelten gleichwohl, aber nur einige eben nicht. Gut, soweit zum sachlichen Anwendungsbereich. Jetzt nochmal zum territorialen Anwendungsbereich. Da ist eigentlich die wichtigste Message sozusagen, das Ganze ist nicht auf Anbieter in der EU beschränkt, sondern findet auch auf, kann auch auf jeden anderen Anbieter Anwendung finden. Entweder haben die Nutzer ihre, also entweder ist der Anbieter sowieso in der EU ansässig, aber es genügt auch, wenn die Nutzer ihre Niederlassung, ihren Wohnsitz in der EU haben. Der Niederlassungsort des Dienstanbieters ist insoweit gar nicht relevant. Es muss aber eine wesentliche Verbindung bestehen. Das kann eine Niederlassung sein in der EU. Es genügt aber auch eine erhebliche Anzahl von Nutzern in der EU oder die Ausrichtung auf diese, auf solche Nutzer. Dann gibt es natürlich bestimmte Indikationen wie die Sprache oder die Währung und so weiter. Also Sie sehen schon, das kennt man auch aus der DSGVO und aus anderen Regelungen, so ein bisschen so eine Art Auswirkungsprinzip. Also wenn es sich auf EU-Bürger sozusagen auswirkt, soll die Sache hier Anwendung finden. Ja, einzige Grenze sozusagen die bloß technische Verfügbarkeit oder Abrufbarkeit an der Webseite soll allein noch nicht ausreichen. Das steht so auch grob im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, zum Beispiel im Urheberrecht. Ja, nur wichtig eben, also ich bin, nur weil ich in den USA oder in Indien oder in arabischen Ländern sitze, bin ich, kann ich der Regelung sozusagen nicht entkommen. Ein Wort noch zur Systematik und Philipp, ich werde das nur kurz machen, weil du darauf noch näher eingehst, aber das ist ein sehr langes Gesetz, also äußerst umfassend, also dauert einige Stunden, das einfach einmal durchzulesen. Da ist es ganz gut, einmal sozusagen die Gliederung sich vor Augen zu führen. Es gibt eben diese allgemeinen Regelungen für Vermittlungsdienste, dann werden die auch die ganzen Begriffsbestimmungen. Dann gibt es eben hier Regelungen, da gehe ich noch kurz drauf ein, für die auf die unterschiedlichen Dienste, die Stichwort Haftungsprivilegierungen. Dann gibt es Regelungen für Online-Plattformen. Dann gibt es Regelungen für die sehr großen Online-Plattformen. Ja, das sind die mit besonders vielen Nutzern. Darauf gehen wir aber noch ein. Was ein bisschen kritisiert wurde, obwohl da sehr viele Angebote darunter fallen, sehr viele unterschiedliche Angebote, zum Beispiel auch Transaktions- oder kommerzielle Plattformen und Informationsplattformen, wird alles aber in einen, mehr oder weniger in einen Korb geworfen. Ja, das funktioniert. Also das wird sicherlich noch diskutiert werden. Philipp, ich glaube, das mache ich mal schnell, ja, weil wir haben noch ein ganzes Programm vor uns. Es ist auch, kann man auch schnell machen, weil das meiste ist davon bekannt. Das ist aber ganz wichtig, gleichwohl muss es erwähnt werden. Der erste Teil, Artikel 3 folgende, sieht die Haftungsregelungen vor. Ich hatte es schon erwähnt. Im Wesentlichen werden hier die Haftungsregelungen der E-Commerce-Richtlinie, wie sie auch in Deutschland im Telemediengesetz, Paragraphen 7, 8 und 9 und 10 abgebildet sind. Das Ob einer Haftung unterfällt aber gleichwohl auch in Zukunft dem nationalen Recht. Also ob ich hafte beispielsweise für eine Beleidigung, für eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, für eine Urheberrechtsverletzung, das entscheidet auch in Zukunft das nationale Recht. Die E-Commerce-Richtlinie wird aber soweit tatsächlich aufgehoben und soll eben vollständig ersetzt werden durch diese Regelung. Da haben wir hier schon erwähnt vorhin die Access-Provider, weitgehende Haftungsausschlüsse, die Cash-Provider, auch weitgehende Haftungsausschlüsse und dann die Hosting-Dienste, also die beispielsweise User-Generated Content hosten, soziale Netzwerke, Marktplätze, Sharing-Plattformen, Cloud-Anbieter, das würde ich vielleicht jetzt ein bisschen differenzieren, nicht jeder Cloud-Anbieter ist sicher Host-Provider, ich würde sagen, manche Cloud-Anbieter. Ja, es geht um, also sicherlich nicht jeder sozusagen, der im Infrastrukturbereich tätig ist, fällt hier drunter. Da gelten die Haftungsausschlüsse wie in der E-Commerce-Richtlinie fort. Also dann Haftung ist dann ausgeschlossen, wenn ich keine Kenntnis habe und nach Kenntnisnahme unverzüglich handle. Wichtig ist aber, Artikel 5 Absatz 3 enthält so eine Ausnahme vom Haftungsprivileg. Also grob gesagt, wenn ich aus Sicht des Verbrauchers so erscheine, obwohl es nicht meine eigenen Inhalte sind, die ich zur Verfügung stelle, also beispielsweise als Plattform, auf der Dritte Musik hochladen können, sonstige Inhalte, etwa YouTube,
Wenn aber der Nutzer den Eindruck erweckt, das käme von mir, die Details sind hier, dann soll er sich darauf nicht berufen können. Der Anbieter, das erinnert sehr stark an die BGH-Rechtsprechung des sogenannten Zu-Eigen-Machens. Und ich springe jetzt noch einmal zurück. Da gibt es auch EuGH-Rechtsprechung, Stichwort L'Oreal eBay, wo der EuGH gesagt hat, wenn du als Anbieter, auch obwohl du eine Plattform bist, eine aktive Rolle gespielt hast, dann kannst du dich auch nicht mehr auf diese Haftungsprivilegien berufen. Wie weit das jetzt wirklich vollständig beibehalten wird und auch die sämtliche Haftungsprivilegien hier wieder entfallen ließe, das muss man sehen. Da wird vielleicht auch noch ein bisschen die Regelung differenzierter gestaltet. Warte kurz, ich glaube, dann bin ich durch mit dem Teil. Genau, ganz kurz. Noch diese Punkte. Es gibt neu, das ist tatsächlich neu, das ist auch, wird auch sehr positiv beurteilt. Wenn ich als Anbieter bei einer Hosting-Plattform Inhalte untersuche und um damit Rechtsverletzungen zu vermeiden und damit vielleicht Kenntnis erlange, hafte ich damit nicht schärfer. Ja, das ist in der jetzigen Gesetzeslage ein Problem. Man wird eigentlich dazu ermuntert, die Augen zu verschließen und nichts zu machen, denn sonst bekomme ich Kenntnis und hafte. Dieser sozusagen Webfehler des gegenwärtigen Richtlinie wird aufgehoben und ich hafte also nicht, wenn ich einfach zum Beispiel mich kümmere, Rechtsverletzungen zu entdecken, um sie abzustellen. Es gibt aber nach wie vor keine generellen Überwachungspflichten. Artikel 7, auch das ist wie jetzt. Neu ist, es gibt bestimmte Regelungen, wie man auf behördliche Anordnungen, also unabhängig von der zivilrechtlichen Haftung, auf behördliche Anordnungen zu reagieren hat. Beispielsweise muss man sofort die anordnende Institution über den Eingang einer solchen Anordnung, beispielsweise eine Verfügung einer Behörde, bestimmte Inhalte wegen strafrechtlicher Relevanz zu entfernen. Das ist also neu, die Reaktion auf die Anordnung. Gut, Rico meint ja schon, was die Sorgfalts- und Transparenzpflichten angeht, haben wir ein sogenanntes abgestuftes Regulierungssystem. Das ist im Prinzip halt ein System allgemeiner Sorgfalts- und Transparenzpflichten, was je nach Kategorisierung des Diensteanbieters dann durch ergänzende besondere Pflichten ergänzt wird. Ja, also wir sehen, die allgemeinen Pflichten liegen bei Vermittlungsdienst im Allgemeinen und je nachdem, wenn ich dann eine Kategorie aufsteige, also beispielsweise Hosting-Diensteanbieter bin, dann kommen entsprechende ergänzende Pflichten dazu. Dann wiederum Online-Plattformen und sehr große Online-Plattformen sind ja auch Hosting-Dienste. Dementsprechend habe ich dann da wiederum die Pflichten, die halt eben auch die Hosting-Dienste haben, plus nochmal besondere Pflichten. Und bei der sehr großen Online-Plattform habe ich dann eben auch nochmal besondere Pflichten, die nur sehr große Online-Plattformen betreffen. Dann wollen wir mal im Allgemeinen auf die Sorgfalts- und Transparenzpflichten eingehen, die so alle im DSA geregelt sind. Und das sind, wie Sie im weiteren Verlauf sehen werden, wirklich einige Regelungen. Zunächst einmal haben wir in Artikel 10 und Artikel 11 bestimmte Kontaktmöglichkeiten geregelt. Also da geht es einfach darum, dass halt eben die Kontaktaufnahme, die Kommunikation mit dem Diensteanbieter gewährleistet sein soll, damit eben auch eine effektive Beseitigung von illegalen Inhalten und deren Durchsetzung möglich ist. Das heißt, der Dienstanbieter muss zunächst erstmal eine sogenannte zentrale Kontaktstelle einrichten, die halt eben dazu dient, zu kommunizieren und Kontakte zu pflegen mit einerseits den Nutzern, Hinweisgebern und anderen involvierten Personen und andererseits eben auch den Behörden. Das ist einmal die zuständige Behörde, der sogenannte Digital Services Coordinator, auch kurz DSC. Darauf gehen wir später noch näher ein. Dann die Kommission und das EBDS, das ist das European Board for Digital Services. Das ist auch ein neues Gremium, was eingerichtet werden soll, worauf wir später auch noch im Einzelnen eingehen werden. Was ist da vielleicht noch ganz interessant? Also letztlich, die Kontaktdaten müssen natürlich öffentlich zugänglich sein, dass jedermann auch in der Lage ist, halt eben mit diesen Kontaktstellen Kontakt aufzunehmen. Und es muss eben vorgesehen sein, dass die Kommunikation zumindest in einer offiziellen Sprache des Mitgliedstaates möglich ist, in der der Diensteanbieter entweder niedergelassen ist oder aber eben sein Rechtsvertreter niedergelassen ist. Weil wir haben ja natürlich auch Diensteanbieter, die gar keinen Sitz in der Europäischen Union haben. Und dort sieht Artikel 11 dann vor, dass diese Unternehmen zumindest einen sogenannten Rechtsvertreter ernennen müssen. Und zwar in einem der EU-Mitgliedstaaten, in dem der Diensteanbieter seine Dienstleistungen erbringt. Was auch
sofort ins Auge sticht, ist die Regelung, dass dieser Rechtsvertreter für die Nichteinhaltung der Pflichten unter dem DSA haften soll und die Haftung des Diensteanbieters davon unberührt bleibt. Also der Rechtsvertreter erinnert so ein bisschen an den Unionsvertreter in der DSGVO, in Artikel 27 DSGVO, wobei ich jetzt auf den ersten Blick von der Lesart sagen würde, die Haftungsregelungen gehen hier noch deutlich weiter, was die Haftung des Vertreters selbst angeht, als das beim EU-Unionsvertreter ist. Gut, was gibt es für weitere Sorgfalts- und Transparenzpflichten für Vermittlungsdienste? Wir haben zunächst in Artikel 12 haben wir die Vorgabe, dass Beschränkungen, die die Nutzung des Vermittlungsdienstes im Hinblick auf das Bereitstellen von Informationen betreffen, angegeben werden müssen. Das heißt, ich muss insbesondere in meinen AGB transparente Regelungen aufführen, wie ich Inhalte moderiere und wie ich das auch genau mache. Zum Beispiel durch Nutzung von Algorithmen oder eben auch durch die händische menschliche Überprüfung. Außerdem müssen diese Regelungen natürlich sorgfältig, objektiv und verhältnismäßig angewendet und durchgesetzt werden, immer mit Blick auf die europäischen Grundrechte und die berechtigten Interessen der involvierten Personen. Des Weiteren habe ich in Artikel 13 sogenannte Transparenzberichtspflichten. Die gelten nicht für Kleinst- und Kleinunternehmen. Das hatte Gregor ja vorhin schon angemerkt. Das sind Unternehmen, die weniger als 50 Mitarbeiter haben oder weniger als 10 Millionen Euro Jahresumsatz haben. Es geht einfach darum, dass diese Unternehmen halt bestimmte Privilegierungen erfahren, weil sie werden sehen, der Aufwand, sowohl personell als wahrscheinlich auch finanziell, der ist doch erheblich. Und da hat man sich gesagt, na gut, okay, derartige Unternehmen muss ich zumindest aus einigen Pflichten rausnehmen. Worum geht es bei diesen Transparenzberichtspflichten? Letztendlich hat der Diensteanbieter hier jährliche Berichte zu veröffentlichen, die folgenden Inhalt haben müssen. Also einmal die Anordnungen, die von Gerichten oder Behörden gegen den Diensteanbieter ergangen sind, die Kategorisierung dieser Anordnungen und die durchschnittliche Reaktionszeit auf die Anordnungen. Dann die Anzahl der Meldungen, darauf gehen wir auch gleich noch ein bisschen näher ein, also halt klassische Notices, die Kategorisierung dieser Notices, ergriffene Maßnahmen des Diensteanbieters und die durchschnittliche Reaktionszeit. Dann weiterhin, was der Diensteanbieter an eigeninitiierter Moderation von Inhalten durchgeführt hat, die Anzahl und Art der Maßnahmen, die die Verfügbarkeit, Sichtbarkeit, den Zugang und die Bereitstellung von Informationen beeinträchtigen und die Grundlage dieser Maßnahmen. Und zuletzt noch eingereichte Beschwerden, die über das Beschwerdemanagementsystem eingereicht worden sind, die Grundlage der getroffenen Entscheidungen des Diensteanbieters, die durchschnittliche Entscheidungszeit und die Anzahl der rückgängig gemachten Entscheidungen. Also auch das ist schon ein erheblicher zusätzlicher Aufwand zum Status quo. Und dann kommen wir schon zu der nächsten Kategorie von Diensteanbietern. Also das waren jetzt eben die allgemeinen Pflichten, die Vermittlungsdienste im Allgemeinen auferlegt werden. Jetzt sind wir bei den Hostingdiensten und diese Verpflichtungen kommen dann on top. Zunächst muss der Diensteanbieter eines Hostingdienstes ein sogenanntes Notice- und Action-Verfahren implementieren. Ja, also das ist ein leicht zugängliches, nutzerfreundliches und elektronisches Meld- und Abhilfeverfahren, wodurch eben die Meldung von illegalen Inhalten und die Entfernung von illegalen Inhalten gewährleistet werden soll. Das muss in einer Art und Weise ausgestaltet sein, die präzise und angemessen substantierte Meldungen ermöglicht, auf deren Basis dann die illegalen Inhalte identifiziert werden können. Außerdem müssen Meldungen, die eingehen, per elektronischer Eingangsbestätigung bestätigt werden. Die Meldungen müssen zeitnah, sorgfältig und objektiv vom Diensteanbieter abgewickelt werden. Und natürlich ist der Hinweisgeber auch unverzüglich über die Entscheidung des Diensteanbieters zu benachrichtigen und dabei müssen ihm auch mögliche Rechtsbehelfe mitgeteilt werden. Das Ganze erinnert mehr oder weniger an das in der deutschen Rechtsprechung bekannte Notice- und Takedown-Verfahren, was allerdings ein Novum ist, dass mittlerweile auch gesetzliche Vorgaben an den Inhalt dieser Meldungen gestellt werden. Das gab es bisher noch nicht. Bisher war das ja alles von der Rechtsprechung konturiert worden. Und zwar wird dort genau in Artikel 14 Absatz 2 wird vorgesehen, was alles in so einer Meldung drin zu sein hat, beziehungsweise welche Mechanismen der Diensteanbieter auch bereitstellen muss, damit derartige Informationen überhaupt bereitgestellt werden können. Das heißt, ich muss in der Lage sein, erstmal zu erläutern, aus welchem Grund es sich überhaupt um einen illegalen Inhalt handelt. Dann muss ich die Möglichkeit haben, den Auffindungsort, also beispielsweise die URL anzugeben,
gegebenenfalls soweit erforderlich auch weitere Ausführungen machen zu können, um den illegalen Inhalt zu identifizieren. Dann muss ich natürlich meinen Namen und meine E-Mail-Adresse als Hinweisgeber angeben können müssen. Und zuletzt soll der Hinweisgeber auch noch eine Erklärung abgeben, dass er in gutem Glauben ist, dass die Meldung vollständig und richtig sei. Das Ganze erinnert schon sehr stark an die Vorgaben, die auch der Digital Millennium Copyright Act in den USA an Meldungen stellt. Dann kommen wir als nächstes zu den Begründungen des Diensteanbieters. Also der Diensteanbieter muss natürlich seine Maßnahmen, also die Sperrung oder die Entfernung von Inhalten begründen. Und dies muss spätestens bei Entfernung oder Sperrung erfolgen und nicht erst danach. Außerdem muss die Begründung klar und verständlich sein und so präzise und spezifisch wie möglich, unter anderem um dem Betroffenen etwaige Rechtsmöglichkeiten zu ermöglichen. Auch hier gibt es wiederum Formanforderungen, was alles in so einer Begründung drin zu sein hat. Das sind unter anderem einerseits die Feststellung der Maßnahme, dann die zugrunde liegenden Tatsachen, also beispielsweise, dass das im Anschluss an eine Meldung vonstatten gegangen ist. Der Diensteanbieter hat zu erwähnen, ob in irgendeiner Form automatisierte Mittel eine Rolle gespielt haben. Dann muss er bei illegalen Inhalten auf die gesetzliche Rechtsgrundlage für diese Maßnahme verweisen. Wenn es sich um einen AGB-Verstoß handelt, muss er auf die entsprechende AGB-Regelung in seinen AGB verweisen. Und auch hier braucht es natürlich wieder eines Hinweises auf die entsprechenden Rechtsbehelfe, die der betroffenen Person zur Verfügung stehen. Dann kommen wir schon zur nächsten Kategorie. Das sind die Online-Plattformen, die ja Bestandteil der Hosting-Plattform sind. Auch hier verhält es sich wieder genauso wie vorher. Diese Regelungen kommen on top, gelten also zusätzlich zu den Transparenz- und Sorgfaltspflichten, die wir vorher schon erläutert haben. Hier wird zunächst in Artikel 16 klargestellt, dass eine Anwendung auf Kleinst- und Kleinunternehmen nicht stattfindet. Im Übrigen wird dann als zusätzliche Vorgabe gestellt, dass der Diensteanbieter ein internes Beschwerdemanagementsystem bereitstellt, über den halt Beschwerden beigelegt werden können. Das muss wiederum effektiv, kostenlos, gleich zugänglich und nutzerfreundlich sein. Außerdem müssen diese Beschwerden zeitnah, sorgfältig und objektiv abgewickelt werden. Und es bedarf natürlich auch der unverzüglichen Benachrichtigung des Beschwerdeführers über den Ausgang seiner Beschwerde nebst der möglichen Rechtsbehelfe. Gegenstand dieser Beschwerden können zum Beispiel sein, Entscheidungen des Diensteanbieters, Inhalte zu entfernen oder den Zugang zu diesen zu sperren, den digitalen Dienst temporär oder permanent einzustellen oder das Nutzerkonto permanent oder temporär zu sperren. Darauf aufbauend gibt es dann noch das außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren in Artikel 18. Das betrifft so gesehen halt die nächste Stufe. Also wenn ich als Beschwerdeführer mit dem Ausgang meiner Beschwerde nicht einverstanden bin, dann kann ich eben auch eine außergerichtliche Streitbeilegung anstrengen. Es soll aber auch Anwendung finden bei Beschwerden, die nicht mit dem Mittel des internen Beschwerdemanagementsystems gelöst werden können. Und insofern habe ich hier die Verpflichtung des Diensteanbieters, mit außergerichtlichen, zertifizierten, unabhängigen Streitbeilegungsstellen zusammenzuarbeiten und auch deren Entscheidung zu akzeptieren. Was bei dieser Regelung auch noch ins Auge sticht, ist, dass diese doch sehr stark zugunsten der Nutzer ausgestaltet ist, weil es ist so, wenn der Nutzer mit seiner Beschwerde bei der Streitbeilegung Recht bekommt, dann hat der Diensteanbieter sämtliche Kosten zu tragen, was natürlich auch noch auf Grundlage der allgemeinen prozessrechtlichen Regelung einleuchtet. Aber wenn die Entscheidung zulasten des Nutzers ausgeht, selbst dann werden die Parteien ihre Kosten selbst tragen. Also selbst in dem Fall, wo der Plattformbetreiber halt gewinnt, muss er dennoch seine eigenen Kosten für das Verfahren tragen. Des Weiteren wird hier eine neue Institution geschaffen in Form des vertrauenswürdigen Hinweisgebers. Ja, das sollen behördlich ernannte Einrichtungen sein, die halt eben bestimmte Qualifikationen aufweisen müssen, also insbesondere Unabhängigkeit, Expertise, Kompetenz und Vertretung kollektiver Interessen. Und die Meldungen dieser vertrauenswürdigen Hinweisgeber, die sollen von den Diensteanbietern priorisiert behandelt werden. Das sollen nach Ansicht der Kommission nur Einrichtungen, keine natürliche Personen sein. Und es gibt in Artikel 19 auch Kontrollmechanismen, die sicherstellen sollen, dass diese vertrauenswürdigen Hinweisgeber ihrer Arbeit ordnungsgemäß nachgehen,
Wenn das nicht der Fall ist, gibt es Möglichkeiten, Ihnen den Status als vertrauenswürdigen Hinweisgeber auch wieder zu entziehen. Des Weiteren wird dem Dienstanbieter in Artikel 20 aufgegeben, Maßnahmen zum Schutz vor Missbrauch zu treffen. Das heißt, er muss Rahmenbedingungen schaffen, wie er mit Nutzern umgeht, die häufig offensichtlich illegale Inhalte bereitstellen oder aber Personen, die häufig offensichtlich unbegründete Anfragen stellen. Das wird in erster Linie, werden das offensichtlich unbegründete Meldungen sein oder offensichtlich unbegründete Beschwerden. Und er muss in seinen AGB halt entsprechend erklären, wie er damit konkret umgeht. Weiterhin ist der Dienstanbieter verpflichtet, zuständige Behörden bei Kenntnisnahme des Verdachts auf schwere Straftaten zu informieren und ihnen die erforderlichen und zur Verfügung stehenden Informationen bereitzustellen. Schwere Straftaten sind nach Ansicht der Kommission Straftaten, die eine Gefahr für das Leben oder die Sicherheit von Personen betreffen. Dann gibt es noch die Verpflichtung der Nachverfolgbarkeit von Unternehmern. Die ist in Artikel 22 geregelt, findet nur Anwendung auf Online-Plattformen, die Fernabsatzverträge zwischen Unternehmern und Verbrauchern vermitteln, also klassische Online-Marktplätze. Da geht es um den sogenannten KYBC-Grundsatz, also Know Your Business Customer. Und es geht darum, dass eben auf diesen Plattformen nur Unternehmer tätig sein sollen, die dem Plattformbetreiber zuvor bestimmte Informationen zur Verfügung gestellt haben. Dabei geht es dann um Informationen wie zum Beispiel Kontaktdaten, ein Identifikationsdokument, Handelsregisterauszug, dass man eben auch in der Lage ist, den Unternehmer zu identifizieren und gegebenenfalls soweit erforderlich zurückzuverfolgen. Was auch in dem Zusammenhang bemerkenswert ist, ist, dass der Diensteanbieter dies im zumutbaren Umfang verifizieren muss. Also der Diensteanbieter wird sich diese Informationen angucken müssen und wird diese dann beispielsweise so die Kommission in öffentlichen Online-Datenbanken abgleichen müssen. Außerdem sollen diese Daten beim Diensteanbieter gespeichert werden, sodass die Möglichkeit besteht, im Fall der Fälle nach Maßgabe des nationalen Rechts eben diese Informationen auch bereitzustellen. Beispielsweise, wenn Rechteinhaber Ansprüche geltend machen, dass man dann eben die entsprechenden Informationen des rechtsverletzten Unternehmers rausgeben kann. Ansonsten sollen auch die Kontaktdaten und die Handelsregisterinformationen beispielsweise ohne weiteres zugänglich sein auf der Plattform selber. Das ist ja heutzutage schon der Fall, erinnert sehr stark an Paragraph 5 TMG beziehungsweise Artikel 5 E-Commerce-Richtlinie. Und wenn Angaben unrichtig, unvollständig sind, dann kann das durchaus zur Sperrung des Unternehmers führen. Das ist aber noch bisher, das ist sehr vage geregelt und das ist, wie wir später auch sehen werden, auch in den Stellungnahmen zum Teil kritisiert worden. Dann gibt es auch hier wieder zusätzliche Transparenzpflichten. Die Transparenzpflichten hatten wir ja schon in Artikel 13. Jetzt kommen nochmal weitere Transparenzpflichten on top. Das ist, dass diese Berichte, die jährlich veröffentlicht werden, weitere Informationen enthalten müssen, nämlich die Anzahl der außergerichtlichen Streitbeilegungen, deren Ergebnisse und die durchschnittliche Verfahrensdauer, die Anzahl von Sperrungen wegen illegalen Inhalten, unbegründeten Meldungen und unbegründeten Beschwerden und die Nutzung von automatischen Mitteln zum Zwecke der Moderation von Inhalten. Außerdem soll der Diensteanbieter einer Online-Plattform halbjährlich die Anzahl der aktiven Nutzer veröffentlichen. Das dient in erster Linie dazu, dass die zuständigen Stellen in der Lage sind, zu prognostizieren oder einen Trend zu erkennen, wann die in Rede stehende Online-Plattform gegebenenfalls die Schwelle zu einer sehr großen Online-Plattform überschreitet. Wann das genau der Fall ist, darauf gehen wir später dann noch bei den sehr großen Online-Plattformen ein. Und zuletzt habe ich dann noch Transparenzvorgaben an Online-Werbung, die im Prinzip sehr stark an Artikel 6 E-Commerce-Richtlinie beziehungsweise Paragraph 6 TMG erinnern. Nämlich ich muss als Diensteanbieter sicherstellen, dass Werbung klar als solche erkennbar ist, dass der Auftraggeber ausgewiesen ist und was jetzt neu ist, dass zusätzlich noch aussagekräftige Informationen zu den wichtigsten Parametern zur Bestimmung der Nutzer vorgenommen werden, denen die Werbung angezeigt wird. So viel zu den Transparenz- und Sorgfaltspflichten für Hosting-Dienste, einschließlich Online-Plattformen. Und abschließend würde uns interessieren, wie Sie das sehen. Halten Sie diese sehr umfangreichen Sorgfalts- und Transparenzpflichten für Vermittlungsdienste und Online-Plattformen für sachgerecht und angemessen? Und das sieht auf jeden Fall von der Mehrheit so aus, dass das der Fall ist. Gut, dann gehen wir jetzt auf die
sehr großen Online-Plattformen kurz ein. Definiert sind diese in Artikel 25. Das sind im Prinzip Online-Plattformen mit einer durchschnittlichen monatlichen aktiven Nutzeranzahl von mindestens 45 Millionen Nutzern in der Europäischen Union, beziehungsweise 10% der EU-Bevölkerung. Es gibt dort bestimmte Mechanismen, dass halt eben diese Schwelle von 45 Millionen angepasst wird, soweit sich die Bevölkerung in der EU reduziert oder wächst. Was haben sehr große Online-Plattformen für weitere Sorgfalts- und Transparenzpflichten? Das ist einmal die Bewertung von systemischen Risiken. Was sind systemische Risiken? Das sind die Verbreitung von illegalen Inhalten, negative Effekte auf europäische Grundrechte, und zwar konkret die Privatsphäre, Meinungsinformationsfreiheit, Diskriminierungsverbot und Minderjährigenschutz und die vorsätzliche Manipulation mit Negativeffekt auf den Schutz von Gesundheit, Minderjährigen oder staatsbürgerlichem Diskurs oder aber den Effekt auf Wahlprozesse und die öffentliche Sicherheit. Diese Risiken sind vom Diensteanbieter jährlich zu überprüfen. Und darauf aufbauen muss er dann gemäß Artikel 27 angemessene, verhältnismäßige und wirksame Maßnahmen treffen, um derartige systemische Risiken zu mindern. In dem Zusammenhang haben die eingebundenen Institutionen, auf die wir später noch genauer eingehen werden, also die zuständigen Behörden, die Kommission und auch das Gremium, das European Board for Digital Services, die Möglichkeit, gemeinsam, beziehungsweise mal ist es die Kommission gemeinsam mit den zuständigen Behörden, mal ist es das Board gemeinsam mit den zuständigen Behörden, haben die Möglichkeit, Best Practices und allgemeine Leitlinien rauszugeben, an denen sich die Diensteanbieter orientieren können. Weiterhin sind Diensteanbieter sehr großer Online-Plattformen verpflichtet, unabhängige Audits durchzuführen. Ja, das muss jährlich geschehen und auf Kosten des Diensteanbieters und eben durch unabhängige und qualifizierte Stellen, die dann die Einhaltung des DSA bewerten. Wenn aus diesen Audits negative Befunde hervorgehen, dann hat der Diensteanbieter innerhalb von einem Monat einen entsprechenden Umsetzungsbericht zu beschließen, der die zu ergreifenden Maßnahmen bestimmt, um diese negativen Befunde abzustellen. Wenn er das nicht tut, dann muss er zumindest begründen, aus welchem Grund er das nicht getan hat. Außerdem gibt es Transparenzvorgaben an Empfehlungssysteme, also wie beispielsweise der Facebook-Thread von mir aus. Dort ist es so, dass der Diensteanbieter klar und leicht zugänglich und auch verständlich beschreiben muss, was die wichtigsten Parameter dieses Empfehlungssystems sind. Und er muss im Übrigen auch den Nutzern die Möglichkeit einräumen, diese Parameter zu ändern, inklusive einer nicht auf Profiling beruhenden Option. Also das würde vielleicht so aussehen, dass man dann dem Nutzer auch die Möglichkeit gibt, dass ihm der Thread seines Social Media Accounts halt eben rein chronologisch angezeigt wird und nicht mehr in irgendeiner Form nutzerbasiert auf bestimmten Verhaltensweisen des Nutzers. Dann gibt es noch ergänzende Regelungen zur Darstellung von Online-Werbung in Artikel 30. Wir hatten ja schon die Regelung zur Online-Werbung in Artikel 24 und jetzt kommt noch obendrauf eine sehr große Online-Plattform, dass die ein öffentlich zugängliches Archiv einrichten sollen, in dem Werbung insgesamt für ein Jahr nach Anzeige gespeichert wird und da dürfen keine personenbezogenen Nutzerdaten enthalten sein. Es geht im Endeffekt darum, dass man halt so eine Art Rückverfolgbarkeit von Werbung festlegt, damit man halt gegebenenfalls auch besser beurteilen kann, wenn es um Desinformationskampagnen beispielsweise geht. In diesem Archiv sollen folgende Inhalte gespeichert sein. Einmal der Inhalt der Werbung, der Auftraggeber, der Zeitraum, die Zielgruppen, die verwendeten Hauptparameter und die Gesamtzahl der erreichten Nutzer. Dann gibt es eine Verpflichtung des Diensteanbieters zum Datenzugang. Das heißt, der Diensteanbieter ist verpflichtet, der zuständigen Behörde und der Kommission auf begründetes Verlangen Zugang zu Daten zu gewähren, die für die Überprüfung und Bewertung der Einhaltung des DSA erforderlich sind. Das Gleiche gilt für den Zugang von akademischen Forschern, die ebenfalls auf begründetes Verlangen der zuständigen Behörde oder der Kommission eben Zugang zu diesen Daten gewährt bekommen müssen. Allerdings für den alleinigen Zweck, Forschung durchzuführen, die zur Identifikation und zum besseren Verständnis systemischer Risiken beiträgt. Dagegen kann der Diensteanbieter auch Einwände vorbringen, beispielsweise wenn er gar keinen Zugriff auf die Daten hat oder wenn das zu erheblichen Schwachstellen auch in Bezug auf vertrauliche Informationen führen kann. Wenn
diese erheblichen Schwachstellen bestehen, dann muss der Dienstanbieter zumindest irgendwelche Alternativmaßnahmen vorschlagen, die halt eben auch angemessen den Zweck der Anfrage erfüllen, weshalb überhaupt Daten eingesehen werden sollten. Über diese Anfrage des Dienstanbieters entscheidet dann, wird dann innerhalb von 15 Tagen entschieden. Darüber hinaus bedarf es beim Dienstanbieter zusätzlich noch der Bestellung von Compliance-Beauftragten. Diese müssen natürlich qualifiziert und unabhängig sein. Erinnert so ein bisschen an die Institution des Datenschutzbeauftragten, der dann auch im Unternehmen selbst tätig ist, aber auch eine gewisse Unabhängigkeit aufweisen muss. Also hier müssen einfach Maßnahmen ergriffen werden, dass diese Unabhängigkeit gewährleistet ist. Und der Compliance-Beauftragte soll an das höchste Management-Level des Diensteanbieters berichten. Und dann habe ich wiederum zusätzliche Transparenzberichtspflichten, die die Berichtspflichten von Artikel 13 leicht abändern, und zwar wiederum zulasten des Diensteanbieters, denn die Berichte, die der Diensteanbieter nach Artikel 13 vornehmen muss, die sollen dann nicht mehr im jährlichen Turnus, sondern im halbjährlichen Turnus stattfinden. Und zusätzlich soll er auch die Berichte veröffentlichen über die Ergebnisse der systemischen Risikobewertung, die ermittelten und umgesetzten Risikominderungsmaßnahmen, den Auditbericht und den Auditumsetzungsbericht. Und diese Berichte müssen auch veröffentlicht werden. Auch hier besteht wieder die Möglichkeit, unter gewissen Umständen, also Sprichwort gerade vertrauliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse, zumindest im öffentlichen Bericht, gewisse Passagen rauszunehmen. Die Kommission und die zuständige Behörde müssen auf jeden Fall den vollständigen Bericht bekommen. Und wenn in diesem öffentlichen Bericht die bestimmte Passagen rausgenommen worden sind, dann muss das entsprechend bei der Kommission und der zuständigen Behörde auch begründet werden, wieso das gemacht worden ist. Ja, so viel zum Thema Sorgfalt- und Transparenzpflichten für sehr große Online-Plattformen. Wie sieht es hier aus? Halten Sie diese für sachgerecht und angemessen? Und da ist das, ja, da ist das Meinungsbild etwas durchwachsen. Es gibt die Hälfte ungefähr sagt ja, das ist durchaus angemessen. Viele haben sich hier enthalten und knapp 11% sagen nein. Okay. Gut, dann lassen Sie uns kurz noch, weil ich sehe, die Zeit drängt mittlerweile schon so ein bisschen, lassen Sie uns kurz noch auf die Institutionen eingehen, die jetzt hier mit eingebunden werden. Also wir hatten es ja schon, den Digital Services Coordinator, das ist die zuständige Behörde im jeweiligen EU-Mitgliedstaat. Dann haben wir das neue Gremium, das eingerichtet werden soll, das EBDS, das European Board for Digital Services. Und zuletzt haben wir die Kommission. Was die genau machen, darauf werden wir jetzt gleich im Anschluss näher eingehen. Gut, wir haben einmal den DSC, wie gesagt, das ist die zuständige Behörde im Mitgliedstaat, die auch durch den jeweiligen Mitgliedstaat bestimmt wird. Die haben halt klassischerweise Untersuchungsbefugnisse und Durchsetzungsbefugnisse, also können beispielsweise Informationen verlangen, Stellungnahmen verlangen, Vorortinspektionen verlangen, können dann eben auch die Unterlassung von Rechtsverletzungen anordnen oder Rechtsschutzmaßnahmen ergreifen und auch Bußgelder verhängen. Und die haben natürlich auch die Möglichkeit, auf europäischer Ebene mit anderen zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, auch mit der Kommission und mit dem EBDS, zum Beispiel bei Verstößen in anderen Mitgliedstaaten oder aber eben auch klassischerweise bei grenzüberschreitenden Sachverhalten. Das European Board for Digital Services ist ein Beratungsgremium, was auch so ein bisschen an das European Data Protection Board erinnert. Ja, da geht es einfach nur darum, die sollen die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten beraten und auch die Kommission sollen Stellungnahmen anfertigen und eben auch bei der Förderung von Leitlinien und so weiter mitwirken. Im Grundsatz besteht das Board aus den Digital Services Coordinators der Mitgliedstaaten. Es können allerdings auch andere Behörden und Experten hinzugezogen werden. Und jeder Mitgliedstaat hat in diesem Board eine Stimme und Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit mit Bestätigung der Kommission getroffen. Dann kommen wir schon zur rechtlichen Zuständigkeit und zu den Sanktionen. Gregor meinte ja schon, das Herkunftslandprinzip wird beibehalten. Das ist auch sehr begrüßt worden. Insofern ist weiterhin der EU-Mitgliedstaat zuständig, in dem der Dienstanbieter seine Hauptniederlassung hat. Wenn er keine Niederlassung in der EU hat, dann ist es die Niederlassung oder der Sitz seines Rechtsvertreters. Und wenn kein Rechtsvertreter bestellt worden ist, dann sind alle EU-Mitgliedstaaten zuständig.
Nur wenn dann eben sich ein Mitgliedstaat für zuständig erklärt und Maßnahmen ergreift, dann muss ja die anderen Mitgliedstaaten auch informieren, damit der Grundsatz nie bis in idem gewahrt wird. Sanktionen sind sicherlich immer eins der wesentlichen Themen, insbesondere in jüngerer Gesetzgebung auf europäischer Ebene. Wir haben ja schon gesehen, bei der DSGVO gab es schon erhebliche Sanktionsmöglichkeiten, bei der Plattform-to-Business-Verordnung ebenso. Und auch hier wird halt auch wieder von der Kommission vorgeschlagen, eben so einen erheblichen Bußgeldrahmen vorzusehen. Wie Sie sehen, haben wir hier bei generellen Verstößen die Möglichkeit, Bußgelder von bis zu 6% der Jahreseinnahmen oder des Jahresumsatzes des Dienstanbieters zu verhängen. Bei Verstößen gegen Kooperationspflichten, also sprich, wenn ich beispielsweise keine Informationen bereitstelle oder unrichtig bereitstelle, wenn ich vor Ort Inspektionen nicht dulde und so weiter, dann können Bußgelder von bis zu 1% der Jahreseinnahmen oder des Jahresumsatzes des Dienstanbieters erlassen werden. Und für anhaltende Verstöße gibt es auch die Möglichkeit periodischer Zwangsgelder von bis zu 5% des durchschnittlichen Tagesumsatzes des Vorjahres des Dienstanbieters. Dann gehen wir ganz zuletzt noch kurz auf die Interventionsmöglichkeiten der Kommission ein. Denn die Kommission hat auch die Möglichkeit, direkt tätig zu werden. Das spielt bei sehr großen Online-Plattformen eine Rolle. Es geht da also letztendlich kann die Kommission hier tätig werden und intervenieren, entweder wenn der zuständige DSC nicht oder nicht in der vorgegebenen Zeit tätig geworden ist oder wenn er die Kommission um Intervention gebeten hat. Und in diesem Fall hat die Kommission dann eben auch entsprechende Untersuchungsbefugnisse und auch Befugnisse, Beschlüsse zu erlassen, insbesondere wegen der Nichteinhaltung des DSA. Auch hier wiederum werden dann Buß- und Zwangsgelder vorgesehen in 59 und 60 des DSA, die im Prinzip denen des Artikel 42 sehr ähnlich sind. Das ist vom Wording her so ein bisschen anders, sodass man da halt mal gucken muss, ob das wirklich identisch ist, weil hier wird jetzt eben vom Gesamtumsatz des Vorjahres des Diensteanbieters geredet. Das ist in Artikel 42 noch ein bisschen anders formuliert, aber ansonsten zumindest von den Prozentzahlen ist das vergleichbar. Und so viel dann erstmal zu den Regelungsinhalten, die wir für nennenswert gehalten haben vom DSA. Wir haben jetzt im Anschluss noch aufgelistet, was uns in den Stellungnahmen aufgefallen ist, die zwischenzeitlich bis zum 31.03. eingereicht worden sind. Das sind durchaus diverse Anregungen, die da stattgefunden haben und man wird mal abwarten müssen, wie kontrovers das dann im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren jetzt diskutiert wird oder wo man gegebenenfalls noch auf Grundlage dieser Stellungnahmen nachbessert und wo man der Meinung ist, dass man mehr konturieren müsste. Wir haben einige dieser wesentlichen Punkte jetzt hier mal aufgeführt. Also im Grundsatz ist es schon so, dass die Stellungnahmen alle, die den Entwurf des DSA befürworten. Also insbesondere ist man sehr happy darüber, dass halt die Regelungen der E-Commerce-Richtlinie beibehalten werden. Also sprich das Haftungsprivileg, das Herkunftslandprinzip und auch eben die Vorgabe, dass keine allgemeinen Überwachungspflichten erforderlich sind. Zeitgleich gibt es aber auch erhebliche Kritik an dem Entwurf und der betrifft unter anderem folgende Punkte. Einerseits wird kritisiert, dass es an bestimmten Stellen, gerade im Bereich des Medienpluralismus, dass es keine Öffnungsklauseln gibt. Ja, also wir kennen das zum Beispiel aus der DSGVO, aus Artikel 85. Dort habe ich ja im Bereich der Meinungs- und Informationsfreiheit Öffnungsklauseln für die nationale Gesetzgebung. Dann wird auch kritisiert, dass der Adressatenkreis nicht klar genug umfasst sei. Also das ist auch eine Sache, die ich aus persönlicher Erfahrung schon mitgenommen habe, weil wenn immer ich auch mit Leuten, die jetzt nicht unbedingt im E-Commerce-Bereich tätig sind, über dieses Gesetzgebungsvorhaben gesprochen habe, dann kam immer als erstes die Frage auf, wen betrifft das eigentlich? Und das lässt sich sicherlich gegenwärtig noch nicht abschließend beurteilen, sodass es sicherlich ganz hilfreich wäre, wenn man da noch ein bisschen nachkonturiert, dass einfach wesentlich offensichtlicher wird, wer jetzt eigentlich genau unter den DSA fallen soll und wer nicht. In dem Zusammenhang wird auch kritisiert, dass B2B- und B2C-Plattformen gleich behandelt werden. Insbesondere ist man dort der Meinung, dass eben bei B2B halt ein ganz anders gelagertes Risikopotenzial besteht, gerade was Desinformation und auch Persönlichkeitsrechte angeht und dementsprechend hier eigentlich sachdienlich gewesen wäre, halt eventuell gewisse Ausnahmen für den B2B-Bereich zu schaffen. Des Weiteren gibt es Kritik an manchen Definitionen im DSA, insbesondere an der Definition der Online-Plattform und den illegalen Inhalten.
Bei den Online-Plattformen ist insbesondere oder wird als problematisch erachtet, dass keine Differenzierung zwischen Informations- und Transaktionsplattformen stattfindet, weil man der Meinung ist, die sind einfach von der Sachlage so unterschiedlich, dass auch die Sorgfalts- und Transparenzpflichten bei diesen Plattformarten unterschiedlich ausgestaltet sein müssten. Außerdem, was ich ja gerade schon angeführt habe, diese ganz gravierenden Unterschiede von Plattformen im Allgemeinen, sind einfach nicht hinreichend bei der Definition bisher berücksichtigt worden. Und man fragt sich auch, ob die Differenzierung am Maßstab der Größe, also gerade Stichwort Online-Plattform, sehr große Online-Plattform, ob die wirklich geeignet ist. Weil es schon, wenn man sich anguckt, es gibt ja schon gewisse Ströme, Tendenzen, dass jetzt eben von großen Plattformen halt bestimmte kritische Bewegungen auf kleinere Plattformen wechseln und dort eben ihr rechtswidriges Verhalten fortführen. Also man sieht sich nur an, was mittlerweile an Abwanderung beispielsweise zu Telegram stattfindet. Und da wird halt gesagt, da hat man dann letztendlich eben nicht diese Regulierungsmöglichkeiten, die man bei den sehr großen Online-Plattformen hat, obwohl da eigentlich ein vergleichbares Risikopotenzial besteht, obgleich natürlich mit weniger Reichweite. Also in dem Zusammenhang wird beispielsweise auch empfohlen, man könnte beispielsweise irgendwelche Beispiele für Plattformen einfügen, man könnte in irgendeiner Form noch Klarstellungen einbauen, wann bestimmte Plattformen nicht von diesem von dieser Definition mit umfasst sein sollen und so weiter und so weiter. Dann der letzte Punkt auf diesem Slide zumindest. Sie werden sehen, es geht gleich bei dem nächsten Slide noch weiter, weil es sind wirklich zahllose Kritikpunkte gewesen. Das sind nicht mal alle. Sind halt diese Abgrenzungsschwierigkeiten. Ja, da muss man auch gucken, dass das wahrscheinlich noch konturiert werden muss, weil es ist auf jeden Fall vorgezeichnet, dass hier Diskussionen und Streitigkeiten über die Abgrenzung zu anderen Regelungswerken stattfinden wird, insbesondere wenn man sich den Erwägungsgrund 9 anguckt, der ja sagt, naja, soweit das Lex Specialis das nicht oder nicht vollständig abbildet, ist dann der DSA anwendbar, aber wann das konkret der Fall ist, das bleibt völlig unklar. Gut, dann was haben wir noch auf dem Programm der Stellungnahmen? Dann wird letztendlich dieses ganze Regulierungssystem auch kritisiert, weil man sich die Frage stellt, wieso muss ich jetzt eigentlich irgendwie komplett alles neu aus dem Boden stampfen, also sprich DSCs, das Gremium, der EBDS, ist das wirklich alles erforderlich und angemessen, gerade auch unter dem Subsidiaritätsgesichtspunkt des europäischen Rechts. Und man fragt sich auch, ich schaffe damit auf gerade auf grenzüberschreitender Ebene bei der Zusammenarbeit, Kooperation und Kommunikation der EU-Institutionen eine erheblich gesteigerte Komplexität, die sicherlich auch gerade in Anfangszeiten zu Negativeffekten führt. Und man kritisiert dabei eben auch, dass überhaupt nicht berücksichtigt worden ist, was man bereits für Strukturen hat auf EU-Ebene. Die hätte man ja genauso gut in irgendeiner Form erweitern und stärken können. Dann wird auch in dem Zusammenhang befürchtet, dass nationale Schutzniveaus aufgrund dieser Regulierungsausrichtung beeinträchtigt werden könnten, gerade im Bereich des Medienrechts. Zudem wird insbesondere von sehr vielen Stellungnahmen die gegenwärtige Fassung des 5 Absatz 3 kritisiert. Diese sei nicht hinreichend klar und zu eng. Insbesondere wird beispielsweise vorgeschlagen, dass man die Haftung des Hosting-Diensteanbieters auch dann das Haftungsprivileg auch dann ausschließen sollte, wenn er seinen Sorgfaltspflichten nach 22 nicht nachkommt, also diese Nachverfolgbarkeit von Unternehmern auf seiner Plattform. Dann wird weiterhin kritisiert, dass die Rechtsfolgen für vorhandene illegale Inhalte unzureichend geregelt seien. Man sollte sich überlegen, ob man nicht eventuell in den Artikel 14 eine materiellrechtliche Löschpflicht einführt, dass eben auch eine klare Pflicht zur Löschung im DSA selbst besteht und dass nicht alles erst über Anordnungen der Gerichte oder Behörden stattfindet, weil insbesondere eben auch bei kritischen Inhalten, die sich rasend schnell verbreiten, ist es halt aus zeitlichen Aspekten sei es nicht unbedingt optimal, dass man da dann erst auf eine entsprechende behördliche oder gerichtliche Entscheidung warten müsse, bis das dann wirklich zwingend runtergenommen wird. Dann wird kritisiert, dass gewisse Nutzerrechte fehlen, dass eben den Nutzern, die halt beispielsweise von einem entfernten Inhalt betroffen sind, dass die eventuell auch Sekundäransprüche gegen den Diensteanbieter geltend machen könnten. Ja, das soll in erster Linie dazu dienen, dass man Anreize gegen Overblocking schafft. Dann haben wir noch den Punkt, dass die Bußgeldbemessungs,
Grundlagen halt als zu vage kritisiert werden, weil momentan haben wir ja nur diesen Maximalrahmen, der aber dann wiederum im Ermessen der EU-Mitgliedstaaten steht. Und gerade wenn man sich beispielsweise auch die die Bußgeldpraxis in der DSGVO anguckt, sieht man ja, das ist dann doch irgendwie von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat immer sehr unterschiedlich ausgestaltet. Der eine Mitgliedstaat da verhängt da irgendwie extremere Bußgelder als andere. Und auch gerade wenn man sich da die Motivation der Kommission anguckt, dass man wirklich einheitliche Regelungen für die Europäische Union, für den Binnenmarkt schaffen möchte, dann hält man das hier für sachdienlich, dass dann eben auch die Rahmenbedingungen für die Bemessung des Bußgeldes im DSA weitergehend konturiert werden, damit dann eben auch eine einheitliche Bußgeldpraxis gewährleistet ist. Und zuletzt wird noch kritisiert, dass die EU-Kommission viel zu weitreichende eigene Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse hat. Das würde insbesondere dem Subsidiaritätsprinzip widersprechen. Ja, so viel erstmal, was die Stellungnahmen betrifft. Ich bin gespannt, wie das jetzt auf europäischer Ebene weitergeht, was da das Parlament und was auch der Rat dazu sagen wird und wie dann die Vorschläge vom Rat und vom Parlament aussehen werden. Abschließend würde ich Sie bitten, noch die letzte Umfrage zu machen, und zwar, ob Sie insgesamt der Meinung sind, dass der DSA in der jetzigen Form eher positiv oder negativ ist. Wir wollen noch eine Frage nehmen. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber vielleicht eine Frage noch. Aber ich möchte jetzt auch niemand hier... Gerne, wir haben auch eine Frage nur, wie ich gerade sehe, oder? Ich kann dir mal schon mal vorlesen, können wir eigentlich direkt, kann ich gerne meinen ersten Anlauf nehmen. Wir haben hier eine Frage, wie beurteilen Sie folgenden Widerspruch im Datenschutz? DSGVO, also im Datenschutz wird die Datenminimierung großgeschrieben. Beim Digital Services Act legt man großen Wert auf die Erhebung von personenbezogenen Daten im Daten im Rahmen des Anzeige- und Beschwerdemanagements, die in großem Umfang in Datenbanken gespeichert werden. Da kann ich nur sagen, ich halte den Einwand für sehr berechtigt. Das ist echt ein Zielkonflikt. Und das scheint wie aus einer Welt zu kommen, dieser Entwurf. Das ist so ein bisschen aufgegriffen worden, der Kritikpunkt unter anderem in der Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten. Allerdings, der da nicht allzu kritisch war, der insgesamt positiv beurteilt, aber er hat zum Beispiel auf einen Punkt hingewiesen. Wenn ich ein stärkeres Monitoring von Plattformen und von Inhalten habe, was sich ja daraus zwingend ergeben wird, das sind ja ganz unglaublich sehr, sehr umfassende Compliance-Pflichten. Wenn ich viele Nutzer habe, werde ich da nicht irgendwie die Einzelnen persönlich angucken können, die Sachen, sondern da werde ich natürlich automatisierte Verfahren einsetzen. Und da stellt sich natürlich die Frage des Profiling, sozusagen in Anführungszeichen. Und da wurde vorgeschlagen, man möge eben dann noch bitte die Voraussetzungen für den Einsatz von automatisierten also Filtermechanismen und Profiling-Technologien regeln, also sozusagen um eine Rechtsgrundlage zu haben. Grundsätzlich ist es natürlich einfach eine große Herausforderung, sozusagen die Anforderungen der Datenminimierung und der Erforderlichkeit dann in Einklang zu bringen mit den Pflichten aus dem Digital Services Act. Und auch, ich meine, da muss noch nachjustiert werden. Insofern aber ein sehr guter Hinweis, dem Stichwort insbesondere Probleme bei automatisierten Verfahren. Vielleicht soweit mal. Ja. Gut. Gibt es eventuell weitere Fragen? Ansonsten sind wir doch ganz gut in der Zeit geblieben. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen, und wir werden auf jeden Fall dieses Gesetzgebungsverfahren weiter für Sie verfolgen und Sie da auch auf dem Laufenden halten. Und ich bin gespannt, wie es jetzt im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren weitergeht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bis bald.